Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, Ihnen die neuesten Beschlüsse des Chaos Corona Clubs aus Deutschland mitteilen zu können. Also die Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, die lange gerungen haben, um die unsinnigsten Maßnahmen zu finden. Und ich habe die große Ehre, Ihnen diese Maßnahmen zu verkünden. Und die allererste und wichtigste Maßnahme ist, Ostern ist abgesagt, zumindest solange Sie nicht auf Mallorca weilen. Aber schauen wir uns mal die erfreulichen Gipfelresultate an in Ihrer unendlichen Weise. Haben ja Frau Merkel und die Ihrigen beschlossen, so ziemlich alles zuzumachen, was zuzumachen ist, bis auf die einzelnen Schlupflöcher, gegen die man leider nicht vorgehen möchte. Hier, man hat sich also nach mehrstündiger Unterbrechung dann doch noch zusammengerauft und hat beschlossen, wir machen einen richtig harten Oster-Shutdown. Das macht Sinn. Wir sperren die Leute nämlich in enge Räume da, wo die Virenübertragung besonders gut funktioniert und sorgen dafür, dass sie möglichst wenig draußen sind, wo die Virenübertragung nicht so gut funktioniert. Das ist wahrscheinlich ein übergeordneter Plan zur Herdenimmunisierung, zur Beschleunigung derselben wahrscheinlich. So kann man sich denken. Und so hat man beschlossen, dass praktisch jetzt auch der Gründonnerstag eine Art Feiertag ist. Da soll nichts stattfinden. Und am Karsamstag soll man ganz kurzfristig einkaufen gehen können. Es macht natürlich Sinn, den Gründonnerstag sozusagen als Einkaufstag zu streichen, sodass sich dann die Menschen noch mehr in den vorherigen weniger Tagen zusammenballen können in den Supermärkten. Großartige Idee, ich bin immer wieder begeistert. Lasst uns noch vielleicht doch den Dienstag und den Montag schließen, sodass die alle dann am Samstag zuvor vielleicht einkaufen müssen. Dann hätten wir relativ schnell das Corona-Problem überwunden, weil alle infiziert sind, aber die Bundesregierung hat dann doch sich entschieden, den Samstag noch offen zu lassen. Allerdings war ernsthaft in der Diskussion, auch am Samstag die Supermärkte zu schließen. All das ist natürlich eine Misere mit Ansage, wie es hier heißt. Die deutsche Politik ist Gefangene ihrer eigenen Fehler. Wenn du so viele Fehler machst, dann ist der nächste Schritt immer automatisch auch ein Fehler. Und so tapst man von einer Blödheit in die nächste, hat man das Gefühl. Und die Fettnäpfchen, die werden sehr, sehr fleißig getroffen von den Regierenden, zumal es eben schlichtweg so ist, dass eine Schließung von Supermärkten nicht wirklich viel Sinn hat. Man hat wirklich überlegt, hier komplett die Supermärkte zu schließen. Jan Böhmermann hat dann treffend eingeworfen, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir einen Supermarkt kaufe, damit ich davon nicht betroffen bin. Und fragt auch, mit welchen weitgehend nutzlosen, nicht konsequent durchzusetzen, denn von Lobbyinteressen beeinflussten Lappenregeln werden uns Bund und Länder wohl dieses Mal überraschen. Und ja, sie haben uns wieder mal positiv überrascht in ihrer unendlichen Weisheit. Da kann man nur wirklich gratulieren zu dieser Elite, die unser Land derzeit regiert, die es geschafft hat, Deutschland letztendlich in eine Situation zu bringen, die uns im Ausland als, naja, Pappkameraden ein bisschen dastehen lässt. Man macht sich schon richtig lustig und wohl nicht die ganze zu Unrecht. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, wo sind denn wirklich die häufigsten Infektionen der Fall? Sind die in Supermärkten der Fall? Nein, die sind nicht in Supermärkten der Fall, sondern die sind in den eigenen Haushalten der Fall. Die sind in Pflegeheimen der Fall. Die sind also überall dort der Fall, wo die Menschen sehr eng aufeinander sitzen und die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länderchefs, die sorgen dafür, dass man noch ein bisschen enger zusammenrückt. Dazu kann man nur ganz herzlich gratulieren. Das ist eine absolute Meisterleistung. Und die Frage stellt sich eigentlich nur, warum reagieren die Aktienmärkte nicht, wenn wir jetzt quasi auf Beschluss der obersten Herrschenden eine Art Endlos-Lockdown haben? Denn das wird ja auch auf die Wirtschaft Konsequenzen haben. Oder für die Wirtschaft Konsequenzen haben. Das wird auch für die im DAX befindlichen Konzerne durchaus spürbar sein. Nicht nur für die ohnehin gearschten, auf Deutsch gesagt, die Solo-Selbstständigen, Gastronomen, Kaufleute, alles, was mit Einzelhandel zu tun hat. Hier sehen wir also, es ist praktisch so, dass zu Hause in engen Verhältnissen, in Pflegeheimen, in Flüchtlingsheimen etc., dass dort die Ansteckungen passieren und möglicherweise eben jetzt auch durch die Mutation
Jüngere davon betroffen sind, was dann diese ganze Schulöffnungsthematik und Kita-Öffnungsthematik wieder in den Vordergrund rückt. Aber schauen wir mal in die USA, da sehen wir auch, dass die Fallzahlen steigen. In 27 US-Bundesstaaten, wir sehen jetzt also wieder die Kurve nach oben gehen und das, obwohl jeder vierte Amerikaner mindestens eine Impfung bisher bekommen hat. Und wir sehen, dass das hier vorwiegend in wenigen Staaten passiert, nämlich in New Jersey, in Pennsylvania, in New York, in Minnesota und in Michigan. Da sind die Fallzahlen ziemlich deutlich gestiegen, sodass New Jersey und New York, das hatte ich gestern schon kommunizieren können, jetzt die Öffnungsmaßnahmen erstmal wieder eingestampft hat. Wir sehen, dass die Fallzahlen zum Beispiel in Texas, in diesen sehr warmen Bundesstaaten, dass die jetzt wieder zurückgehen, wobei Texas hat es ja kürzlich noch geschneit, also, aber es ist derzeit nicht so kalt, jedenfalls dort. Jetzt sehen wir, dass auch die Asiaten nicht mehr so die richtig super Stimmung haben. Erinnern wir uns an 2020, da war es ja immer so, die Wall Street musste gar nichts mehr machen, weil die Steilvorlage schon meistens im asiatischen und dann im frühen europäischen Handel kam. Die Wall Street hat dann nur noch die Zugewinne praktisch verwaltet. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir sehen jetzt wieder Abverkauf in China, nicht dramatisch, aber naja, immerhin 2% ist es schon gewesen. Wir sehen, dass dort natürlich jetzt auch so langsam ein bisschen Kopfschütteln ist über die Lockdown-Maßnahmen in der Eurozone, die es ja offenkundig nicht geschafft hat, sich mit ausreichend Impfstoffe zu versorgen. Und wir sehen, dass wir gestern eine noch ziemlich unbeeindruckte Wall Street da haben. Da war der Dow Jones leicht im Plus, S&P stärker im Plus, Nasdaq der große Gewinner, der VIX gestern mit einem 10% Fall deutlich nach unten gegangen. Und wir sehen den Nasdaq zum Russell 2000 aufholend, also Tech-Werte wieder gesucht im Vergleich zu Value. Wir hatten vorher die Situation, dass vorwiegend eben auch im Tech-Sektor Short-Positionen von Hedgefonds eingegangen wurden und die sind jetzt zuverlässig mal wieder aus der Kurve geflogen. Gestern Technology fast 2% im Plus, Real Estate, defensiver Immobiliensektor, Consumer Staples auch ein defensiver Sektor, Healthcare auch ein defensiver Sektor, also so ziemlich alles Defensive weit oben, bis auf Utilities, ganz unten dann Energy und Financials, weil eben die Renditen ein bisschen zurückgegangen sind gestern, die Renditen für Staatsanleihen nicht viel, aber ein bisschen, das hat die Finanzwerte, die ohnehin sehr heiß gelaufen sind, jetzt in Widerstände reingelaufen sind, dann ein bisschen getroffen. Und schauen wir uns hier mal den Nasdaq ETF an. Triple Q sehen wir, wir sind nach wie vor in dieser potenziellen inversen Schulterkopf-Schulter-Formation, aber er muss eben über die entscheidenden Widerstände drüber. Wir haben gestern das größte Performance Gap zwischen Nasdaq 100 und Russell 2000 gesehen. Zugunsten des Nasdaq seit dem Tag nach der Wahl in den USA 2020, das war jetzt im November, also das ist schon sehr lange her, gell? Wie lange haben wir jetzt von Donald schon nichts mehr gehört, gell? Er möchte jetzt Social Media irgendwas machen, gell? Also das möchte jeder irgendwie, Social Media, gell? Also es gab ja jetzt die Umfrage in den USA an die Jugend, was möchtest du am liebsten werden, Social Media irgendwie, YouTuber? Gell, also da ist, das will jetzt der Donald Trump auch wieder werden, das wäre natürlich eine Steigerung zu seinem Präsidentenamt. Aber gehen wir mal weiter, heute wird der Jeromy dann seinen ersten Auftritt haben mit der Janet zusammen in Sachen, ja, was machen wir da eigentlich, was treiben wir da? Da wird man sich von dem Abgeordnetenhaus äußern und wie der Zufall es will, ist schon bekannt, was Jerome sagen wird. Er hat nämlich gesagt, ja, die Erholung ist teilweise schneller als gedacht und scheint sich sogar zu verstärken, aber natürlich noch weit davon entfernt, komplett zu sein, weswegen wir also weiter total aufs Gaspedal treten müssen, weil es halt weit entfernt ist von komplett zu sein, aber natürlich viel stärker als gedacht, gell? Okay, das haben wir jetzt schon öfter gehört und haben uns immer wieder gewundert, gell? Also warum wundern wir uns jetzt? Brauchen wir uns nicht mehr wundern? Das ist klar, dass der Mann einfach nur Quatsch redet, gell? Weil er schlichtweg eben die Notenpresse am Laufen halten will, egal was passiert, alles unter 20% Wachstum ist einfach Recovery not complete. Und jetzt haben wir hier gestern auch die Aussagen der EZB, die Gott sei Dank ihre Anleihekäufe raufgefahren haben. Das macht Sinn, gell, weil sie haben ja bei einer deutschen Bundesanleihe teilweise eine Rendite von minus 0,3%. Jetzt stellen Sie mal vor, die Rendite würde auf minus 0,2% steigen. Dann wäre ja Weltuntergang, gell? Das kann sich doch kein Mensch leisten. Also dementsprechend sehr gut, dass die EZB hier wieder interveniert. Das freut uns besonders. Und jetzt denken sich die Amerikaner, okay, das können wir auch. Also wir haben jetzt einmal ein 1,9 Billion Stimuluspaket gemacht. Jetzt sagt sich der Biden, Joe,
Pass auf, 1,9 ist irgendwie unrund. Ich würde gerne nochmal 3 Milliarden draufpacken. Und zwar so für Infrastruktur, dann Carbon-Emissionsreduzierung, gell? Also Green irgendwas, Deal oder so. Und dann Inequality will man reduzieren, also die Ungleichheit will man reduzieren. Ja gut, die Menschen neigen ja dazu, ungleich zu sein, gell? Und das muss man reduzieren. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist klar. Und wie soll das finanziert werden? Über Steueranhebungen für die Unternehmen und für die Reichen. Aha, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und jetzt zum Beispiel auch die Diskussion, und das ist politisch extrem wichtig, über den sogenannten Filibuster. Also die Frage, ob es nicht reicht, dass man teilweise eine einfache Mehrheit hat, zum Beispiel im Senat bei fast allen Gesetzen, bei gerade größeren Gesetzesvorhaben, braucht man mindestens 60 Stimmen von 100 im US-Senat. Das will die Biden-Regierung jetzt abschaffen, offenkundig. Davor hat sie Donald immer gewarnt. Er hat gesagt, wenn die Demokraten wollen den Filibuster abschaffen, und dann schaut es schlecht aus für die Republikaner. In der Tat, die Republikaner haben ja schon seit sehr, sehr viele Wahlen, ich glaube 8 Wahlen in Folge, haben sie jetzt eine Wahl davon die Mehrheit der Stimmen gehabt oder mehr Stimmen gehabt als die Demokraten. Die Struktur spricht gegen die Republikaner schlichtweg, und dementsprechend hat man ja versucht, schon die Wahlkreise ein bisschen zuzuschneiden, vorsichtig formuliert. Und jetzt, wenn die Demokraten das durchkriegen mit dem Filibuster, dann schaut es noch schlechter aus. Und das würde dann jedenfalls der Biden-Administration erlauben, eben solche Pakete hier wirklich hier umzusetzen. Das bedeutet, die Amerikaner sind jetzt direkt auf dem Weg zur 30 Billionen Staatsverschuldung. Wir haben jetzt 28 Billionen, würden 3 nochmal oben drauf kommen, wären wir bei 31. Gell, also das wäre jetzt kein Problem. Free Community College, also dann auch Bildung, frei sozusagen verfügbar wäre da mit dabei. Und Janet Yellen, die heute ja auch was sagen wird, die findet das alles ganz super, gell, in 2021, 2018 hat sie noch, wie Sven Henrik hier richtigerweise bemerkt, gesagt, also die Schulden, die sind nicht tragfähig in der Höhe, gell, also jetzt sind sie aber, wo sie sich leicht vermehrt haben, natürlich tragfähig, gell, das wird uns die Yellen dann heute erklären. Und wir sehen hier die massive Verschärfung der Financial Conditions hier von Goldman Sachs, da sind nämlich einberechnet jetzt schon die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen und der herbe Abverkauf der Aktienmärkte in den USA, die teilweise jetzt sogar schon ein 0,5% unter dem Allzeithoch stehen. Also da musst du natürlich als Fed dann auch voll auf dem Gaspedal bleiben, das ist klar. Und jetzt wird schon, und das finde ich interessant, gewarnt, liebe Leute, investiert eure Stimulus-Checks nicht alleine hier in solche Meme-Aktien wie zum Beispiel GameStop oder AMC, die gestern ja ein bisschen unter Druck gekommen sind. Wäre doch schade, wenn ihr dieses Geld, das eigentlich zur Wirtschaftserholung gedacht ist, dann praktisch in den Orkus verzockt. Das ist einmal echt eine sportliche Ansage. Dabei gehört doch dieses, wie soll man sagen, diese Wettmentalität zu den Amerikanern originär dazu, gell? Also die sind ja letztendlich darauf gepolt, sich zu bereichern, weil Aktienmärkte steigen immer und Aktien steigen immer. Was soll da schon schief gehen? Nein, nichts wird schief gehen, natürlich wird nichts schief gehen. Dafür wird man schon sorgen. Also das ist die Situation. Wir haben hier jetzt offiziell die Absage von Ostern durch den glorreichen Chaos-Club hier aus Deutschland in Sachen Corona. Die Amerikaner sind auch auf einem eher unschönen Weg. Das wird allerdings von der Wall Street noch nicht so wirklich wahrgenommen. Jetzt wartet man auf das, was Jerome Powell bereits gesagt hat. Naja, mäßig spannend. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Es ist jedenfalls irgendwie, so scheint mir, eine ziemlich verrückte Welt. Vielleicht bin ich da alleine mit diesem Gedanken, aber so langsam denke ich mir, also irgendwie haben die doch alle einen Vogel, oder? Pfiat euch, Servus.